Willkommen zurück hier bei Paper Mario The Origami King. Wir haben im letzten Part Luigi gefunden und von ihm diesen Schlüssel hier erhalten. Für dieses Schloss hier. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Es hat sich geöffnet. Das ist wirklich der König aller Schlüssel im Shogunland. Schon toll. Schon toll. Jedenfalls können wir jetzt die anderen Toads retten und uns um die Luftschlange kümmern. Naja, ich bin mir sicher, dass es so einfach werden wird. Naja. Juhu. Oh oh. Tschüss. Wir gehen wieder. Okay. Wow, da waren so viele Bösewichte. Zu viele Bösewichte. Wir können da nicht einfach so reinspazieren. Die Faltgestalten und die Hohlköpfe würden sofort über uns herfallen. Wir brauchen eine Verkleidung. Etwas, was uns so aussehen lässt, als wären wir einer von ihnen. Ah, jetzt weiß ich, wozu wir diese Gumba-Maske haben. Oh, perfekt. Unter dieser riesigen Maske können wir uns alle verstecken. Ob das wohl klappt? Ich hoffe es doch. Aber so dumm wie die sind, safe, safe. Gut. Ganz langsam hier durch. Das kann klappen. Puh, ich dachte schon. Halte ich einfach ganz natürlich. What the fuck? Okay. Oder rennen. Wir können sogar springen. Oh, wait. Kann man da rechts vorbei? Ist da eh... Ach, egal. Guckt man sich später nochmal an. Wenn die Viecher hier weg sind, ey. Okay. Puh, das war ganz schön stressig. Ich kann kaum glauben, dass wir das überstanden haben. Antchen, geht's dir gut? Warum drehst du dich denn weg? Weil jedes Mal, wenn ich diese total schräge Maske sehe, kipp ich fast um vor Lachen. Mario, nimm mal die Maske ab. Ja. Na gut, wir sind also im Schloss. Was glaubt ihr, wo sie die ganzen Toads gefangen halten? Die Luftschlange schien um das Dach gewickelt zu sein. Vielleicht gibt es hier eine Treppe oder einen Aufzug? Schauen wir mal. Schauen wir nochmal hier kurz. Ob es irgendwas Tolles gibt. Ein bisschen Geld, finde ich das. Oh. Okay. Untersuchen. Heutige Premiere, freie Plätze weniger. Wir gehen jetzt gleich. Okay. Dann müssen wir uns natürlich beeilen. Werte Gäste des Shogun-Theaters, wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Unsere heutige Premiere beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zu Ihren Plätzen und ziehen Sie das Ganze nicht unnötig in die Länge. So. Eine Premiere? Jetzt? Ich weiß, wir sind hier, um die Toads zu retten und die Luftschlange zu lösen, aber eine Premiere? Das klingt so glamourös. Könnten wir nicht vielleicht? Ja, okay. Speichern wir aber zur Sicherheit nochmal und jetzt rein da. Endlich, nach Abertausenden von Jahren. Was denn? Alle Toads warten hier gespannt auf die Show? Na sowas, du hast recht und sie haben sogar eine Klimaanlage. Das ist ja mal klasse, jetzt können wir uns zurücklehnen und die Premiere genießen. Sehen wir mal, wo noch Plätze frei sind. Letzter Aufruf für diese spannungsgeladene Show. Gibt es noch 3 Sitze in der ersten Reihe? Ja, ich sehe schon. Aber warte mal. Also, die sind doch hier nicht alle irgendwie... Wir wissen, dass der Platz begrenzt ist, aber... Das geht doch etwas zu weit, findest du nicht? Also, das sind die irgendwie... Sind die da festgebunden? Okay. Hui, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für eine Show das ist. Da geht es bestimmt die ganze Zeit um Samurai und so. Shogun, Ninja, Samurai, hi. Diese Show wird einwandfrei. Tantchen, die Vorführung beginnt doch gleich. Oh, tut mir leid. Es ist so still hier. Moment mal, warum ist es so still hier? Sind Toads nicht normalerweise lauter? Gott.
Die sind ja alle an ihren Sitzen festgebunden. Das sieht sehr unbequem aus. Das Publikum ist wortwörtlich gefesselt, aber womit? Für Seile sieht mir das zu elastisch aus. Das sind Gummibänder. Sehr verehrtes Publikum, liebe Geiseln, hier noch ein letzter Hinweis für unsere Spezialgäste. Folgende Dinge sind während der Aufführung strengstens untersagt. Essen, trinken, Fotos mit Blitzlicht und öffnen des Menübildschirms. Und nun lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese ganz besondere Show. Oh nein, warte mal. Wenn wir das Menü nicht öffnen dürfen gleich. Ein trockener Wind weht durch eine verschlafene Präriestadt. Die Menschen hier leben einfach, doch sie leben auch in Angst. Oh Jesus. Ob sich dieser garstige Bandit heute etwa wieder zeigt? Oh, das ist eigentlich Scheigeist. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Er ist ja so ein Unruhestifter. Keine Ninja, kein Shogun. Rennt, rettet euch in die Berge. Der Bandit wurde gesichtet. Gebt mir euer Gold, oder es wird bloß für euch enden. Ey, der sieht ja klasse aus. Dieser Bandit meinte es ernst. Ach, wir sind gewiss verloren. Ist denn kein Gesetzeshüter unter uns, der es mit ihm aufnimmt? Mario. Na gut. Bist du der Sheriff dieser Stadt und stellst dich mir entgegen? Ah, du hältst dich für einen harten Kerl? Wir werden ja sehen. Wir beide werden uns duellieren. Siehst du? Feuer! Drücke A! Zu früh oder zu spät? Du verlierst. Drücke A nur bei Feuer. Ha! Unser Held zog schneller und machte Konfetti aus dem Banditen. Und so kehrte dank des geheimnisvollen Fremden wieder Frieden ein. Okay. Und was ist hier sonst los? Du hast dich so früh gefreut. Schnell wieder ins Rampenlicht, Mario. Oh, der ist mir nicht ganz geheuer. Denn jetzt bekommst du es mit mir zu tun, Gesetzeshüter. Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Lol. In Windeseile besiegte unser Held auch diesen Banditen. Diese zwei Banditen werden den Frieden nicht mehr stören. Du bist also dieser mächtige Gesetzeshüter. Das ist die beste Show aller Zeiten. Mein Bande hast du besiegt, doch kannst du es mit mir aufnehmen. Oh Mann, was machen wir hier eigentlich? WTF. Tja. Mies verkackt. Schnell wie der Blitz besiegte unser braver Held auch den Anführer. Und so ließ unser Held für immer den Frieden in der Präriestadt einkehren. Danke, braver Gesetzeshüter. Danke, Mario. Dass die sich freuen, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich meine, die sind immer noch festgebunden. Irgendwas geht hier immer noch ein bisschen falsch ab. Tut mir leid, Mario. Wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Ja, ja. Ich sammle nur noch mal kurz die Schnipsel ein. Und wichtig. Das war wirklich toll, Onkel M. Können wir uns auch mal duellieren? Bitte, bitte? Warum hast du nie gesagt, dass du so ein großartiger Schauspieler bist, Mario? Ja, so stand diese Szene doch gar nicht im Skript. Die sollten Konfetti aus dir machen.
Dem Proftheater hatte ich noch nie viel übrig. Zeit für die nächste Bühne. Vorsicht, dass deine heldenhafte Fassade dieses Mal keinen Riss bekommt. Wir fahren nun zur nächsten Bühne. Bitte achten Sie auf Ihre Arme und Beine, um Knicke zu vermeiden. Okay, das geht jetzt also hier hoch. Im Aufzug? Okay, was zur Hölle? Das ist ein Aufzug? Perfekt! Dann sind wir im 0, nichts bei der Luftschlange. Lol. Wow, wer ist das denn? Was zur Hölle? Was geht bei diesem Cooper ab? Hey, Schönheit, bereit, die Stadt unsicher zu machen? Was zur... Verzieht euch, ich habe die Lady zuerst gesehen. Hey, jetzt mach mal langsam, Jungs. Enthusiasmus ist ja absolut süß, aber keiner von euch hat das gewisse Etwas, das mein Herz zum Klopfen bringt. Achso. Egal. Ich brauche einen starken Erfolgstypen, einen erfahrenen Abenteurer, der sich von nichts in Verlegenheit bringen lässt. Ach, und wie es der Zufall will, höre ich, dass wir ein Promi im Publikum haben, auf den diese Beschreibung zutrifft. Er hat einfühlsame Augen, einen buschigen Schnurrbart, definierte Beinmuskeln, weite Sprünge. Komm rauf auf die Bühne, Mario, und dann sehen wir mal, wie du mit diesen Tu-Nicht-Guten umspringst. Na los, Mario. Bisschen Cooper vermöbeln, dies, das. Hallöchen, mein großer, starker Latzhosenträger, wie entzündend, dass du heute dabei bist. Du bist also der Verlierer, auf den dieses Vögelchen steht. Nicht cool. Ja, sehen wir mal, wie viel der wirklich drauf hat. Tanzen wir. Ach, wie wundervoll. Dabei habe ich heute nicht mal Geburtstag. Ich möchte euch nur um einen fairen Kampf bitten. Seid nicht allzu gemein zueinander. In Ordnung? Was haben die jetzt hier vor? Was machen die hier für einen Quatsch? Okay. Die Lelex muss ich nur so stoppen und dann... Ist schon mies unfair, was sie hier machen. Lol. Komplett veraimt. Ne. Okay, wo? Ja, hier kommen jetzt gleich welche. Ah! Weißt du, ich bin sogar noch so richtig weit von denen entfernt. Trotzdem werde ich getroffen. Was soll denn das? Ja, lauft nur. Lauft nur. Du hast also tatsächlich was drauf. Aber bis jetzt war es auch nur Spaß. Ja, jetzt kommt nämlich die Choreografie für Fortgeschrittene. Oh, Jesus. Oh Gott. Oh Gott. Viel zu heftig. Es ist zu wild. Schlag doch. Das bringt gar nichts. Na toll. Ich glaube, wenn die aber zu oft abgeprallt sind irgendwo. Ich sehe das halt nicht, ne? Ich sehe das halt nicht. Ich bin nur einmal auf die drauf gekommen, das reicht nicht. Komm. Geht doch. Entschuldige die Leben. Bevor irgendwas passiert hier. Ausgezeichnet. Au.
Ich wusste, dass du diese Nichtsnutzer an die Wand tanzen würdest, aber oha. Das Mario-Fieber hat mich erwischt. Und du bist das einzige Heilmittel. Was zur Hölle ist ja nicht los? Ich glaube schon, Mario, jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist doch nur ein Bühnenknoten. Oh, jetzt verstehe ich. Du Schauspieler hast von deinen Gefühlen überwältigt zu sein. Ich liebe im Prof. Was? Was soll das überhaupt? Vorhin, die meinen auch irgendwas von im Proftheater? Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Was für ein Pech. Meine Latzhose geheilt. Trotz all meiner Warnungen. Du hast du Ei im Gesicht. Was? Und nun muss ich die Bühne verlassen. Ciao, Mario. Ich werde von unseren nächsten gemeinsamen Vorstellungen träumen. Ich ralle gar nichts mehr. Uff, und laut Skript hatte sie eigentlich nur 2 Zeilen. Geht's dir gut, Mario? Ja, so halbwegs. Olivia hat auch gerade ganz weird geguckt. Tut mir leid, Mario, wir sind hier jetzt noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Okay. Oh Gott. Ja. Ach ja, schon. Ich habe nur ein bisschen Angst, was hier jetzt noch so auf uns wartet. Ach was, vergesst die Romanze. Die Kampfszene war so heftig. Ich wünschte, ich hätte Hände, um sie dann zu Fäusten zu ballen. Hat geskippt, was Olivia gesagt hat, glaube ich. Ach, so hätte dieser Akt nicht enden sollen. Jetzt mal ehrlich, mit Marios fehlendem Schauspieltalent hat sich das gezogen wie Gummi. Im nächsten Akt haltet ihr Pappmachos euch besser ran, sonst reißt mir der Geduldsfaden. Na dann. Schauen wir mal, was in der nächsten Etage Kränkes auf uns wartet. Ich bin immer noch so ein bisschen verstört von dem, was hier passiert ist mit den Toads. Die tun mir prinzipiell nicht leid, ne? Aber alles gut bei denen? Ich glaube nicht. Nun erleben wir eine beeindruckende Vorstellung des Bolschi-Balletts. Was zur Hölle? Ey, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. In irgendeinem Trailer war das, glaube ich. Kann das sein? Auf irgendeinem Bild auf jeden Fall. In der Werbung für das Spiel, weiß nicht. Ah, ja. Oh nein. Wir müssen wieder dahin. Seht. Ja, Mario, der zu wilde Balletttänzer. Der zu wilde natürlich, so. What the hell? Mario. Einfach fallen gelassen. Brutal ermordet. Warte, was? Die greifen mich an? Was soll denn das jetzt? Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Reicht mir mit euch. Mörderisches Scheigeist. Brutal. Werden sie nun ermordet. Ich schied ihnen recht. Kann man nicht anders sagen. Au! Wie können das denn immer wieder so viele sein? Bleib doch! WTF? So, ich kann nicht mal so schnell schlagen. Wisst ihr? Es ist unmöglich, gefühlt. Oh, haben wir's? Ja, tut mir leid, Mario. Wir sind hier noch nicht fertig. Setz dich lieber wieder auf deinen Platz. Oh, Junge, können wir nicht endlich mal zum Ende kommen, hier diese Luftschlange einfach nur entfernen und dann gehen? Mario, du kannst kämpfen, schauspielern und tanzen. Gibt es überhaupt was, das du nicht kannst?
Die erste Hälfte war langweilig, aber dafür war die zweite Hälfte toll. Hämmer bringen Schwung in jede Ballettveranstaltung. Ah ja. Oh, oh, mir reicht's jetzt aber, wie du allen die Show stiehlst und dich selbst ins Rampenlicht drängst. Du willst also der Star sein? Na gut, komm her und finde raus, wie hart das Promi-Leben wirklich ist. Ich glaube, wir kommen jetzt im vierten Stock zum Finale. Kann es sein? Es ist soweit, wir haben das Ende unserer heutigen Premiere erreicht. Ah, seht mal. Die Spule für die blaue Luftschlange. Da ist sie. Endlich haben wir sie erreicht. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um den Darstellern zu applaudieren. Lol. Ah, wir haben die doch kaputt geschossen. Eigentlich macht das gerade wenig Sinn. Ja, aber natürlich haben es alle gut gemacht. Ganz toll, ganz toll. Bruh.